Lange wurde sie nicht mehr gesichtet. Doch nun ist sie wieder da. Aufgetaucht aus der eisigen Umarmung der Tiefen. Immer auf der Jagd nach dem nächsten Kill. Die Division des Grauens. Ja, ahoi und herzlich willkommen, da ist er wieder, euer Hoda mit einem neuen Let's Play World of Warships. Ja, heute ist sie wieder unterwegs, die Division des Grauens, bestehend aus Free Agent und meiner Wenigkeit. Ja, wir haben hier zwei Schiffe genommen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zwar ist der Free Agent mit dem großen Kurfürsten unterwegs, dem Tier 10 Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine. Während ich mit dem kleinen Hackenbeißer unterwegs bin, mit der Gearing hier, Tier 10 Zerstörer der Amerikaner. Ja, wir sind auf der Karte zerklüftet gelandet, einer meiner meistgehasstesten, wie sagt man da? Ja, auf jeden Fall mag ich die Map nicht. Und ja, ihr seht selbst, drei Caps sind zu erobern. Cap A, naja, ist meiner Meinung nach hier das günstigste. In Cap C haben sie mit dem letzten Patch hier eine extrem große Insel reingesetzt. Ist wirklich schwer zu erobern. Und aus Cap B, naja, das ist von Inseln umsäumt. Da ist es auch ein bisschen schlecht. So, ich mache mich hier mit dem Zerstörer erstmal relativ schnell vor, um hier zu spotten, also einen First Spot zu machen, damit Free Agent seine 420mm Geschütze zum Einsatz bringen kann. Ja, wer sagt, dass Zerstörer OP sind, dem muss ich hier definitiv widersprechen. Es wird immer schwerer für die kleinen Hackenbeißer. Kreuzer mit Radar, der Cooldown wurde runtergesetzt fürs Radar, jede Menge Flugzeuge. Jetzt haben auch noch die deutschen Battleships ihre hydroakustische Suche. Es ist wirklich nicht einfach für die kleinen Hackenbeißer. Und wie gesagt, da haben sie schon jede Menge Flugzeuge von dem 9er Flugzeugträger. Jetzt habe ich erstmal die Kutuzov aufgemacht und Free Agent setzt auch gleich schon seine erste Salve ab. Ich werde erstmal nicht ins Cap gehen, um mich nicht zu verraten. Jo, noch mehr Flugzeuge. Mein Gott, da hinten ist auch noch eine Atago aufgegangen. Die erste Salve von Free Agent ging leider daneben und da sind sie, jede Menge Torpedobomber. Das heißt für mich erstmal abdrehen, ehe die mich hier anfliegen. Und wieder zurück Richtung Free Agent, haben wir unsere Flaggen mit angeworfen. Ja, somit kann ich Free Agent unterstützen im Kampf gegen die Flugzeuge. Und ja, auch ich werde natürlich hier ein bisschen beschützt durch den Flaggbereich der großen Kurfürst. Ja, schauen wir einfach mal hier. Aber die fliegen halt Free Agent an. Unser Kreuzer ist sehr, sehr weit zurückgeblieben, kann ihm auch keine Flaggunterstützung geben. Und auch die beiden Iowas gammeln hier noch ziemlich weit hinten rum. Ja, und da wird er auch ein paar Torps fressen hier. Das sieht gar nicht gut aus. Brennt tut er auch schon. Ja, und da hat er die Hälfte seiner Lebenspunkte eingebüßt. Oder zumindest ein gutes Drittel. Ich konnte leider nur ein Flugzeug abschießen. Aber wie gesagt, hier haben wir halt zumindest so halbwegs zusammengearbeitet. So, Flak wieder ausschalten. Und jetzt machen wir uns auf dem Weg in Richtung A. Der Gegner hat Cap B schon eingenommen. Unsere Cagiero läuft da ziemlich weit außen lang. Ja, Captain Andy schreit, Bereich A erobern. Der ist mit seiner Iowa noch nicht mal richtig losgefahren. Das Ding ist 31 Knoten schnell und irgendwie hängt er da ganz hinten noch auf der H-Linie. Ja, ich laufe jetzt hier in Cap A rein, um die ganze Sache mal ein bisschen zu forcieren hier. Und dann schauen wir mal, was da so geht. Ja, Free Agent mir stur hinterher, wie sich das gehört. Man fährt zusammen in einer Division und so bleibt man auch zusammen. Ich probiere eben hier die Ziele zu öffnen und ihn vor feindlichen Zerstörern zu schützen. Mal sehen, ob das klappt. Free Agent ist ein bisschen sauer, schreibt das auch. Dann macht das zu Captain Andy, der da hinterher fährt mit seinem Tier 9 Schlachtschiff mit der Iowa. Naja, da wäre ein bisschen mehr Unterstützung angesagt gewesen. Na, dann gucken wir doch mal. So, Bereich A wird erobert. Bereich B auch von einem unserer Kreuzer. Na, dann schauen wir doch mal. Mittlerweile führt der Gegner hier, weil der Cap C halt leider schon eingenommen hat. So, jetzt haben wir Cap A erobert. Das ist schon mal schön. Da gibt es erstmal schon Punkte für uns. Und Punkte sind immer eine gute Sache. Können wir gut gebrauchen. So, da ist die Kutuzov auf. Schauen wir mal, ob wir hier ein paar Torps zwischen den zwei Inseln durchsetzen können. Das werde ich jetzt hier auch gleich probieren. Jetzt sind wir gesichtet. Da ist die Cagiero, der H2
Hunter, also praktischerweise der Wasserjäger. Gut, werde ich mal meine eigentliche Aufgabe hier wahrnehmen. Nämlich das, was amerikanische Gunboats am besten können, DDs jagen. So, da haben wir auch schon ein paar Mal erwischt. Sehr schön. So. Allerdings ist er jetzt hinterm Hügelchen, aber er konnte uns zumindest Cap A nicht streitig machen. Jetzt haben wir einen Brand geschossen. Schöne Sache das. Wie gesagt, konnte uns wenigstens Cap A nicht streitig machen. Wir haben schon zwei Schiffe verloren. Und zwar ein Schlachtschiff. Und da hat sich Free Agent aber revanchiert und hat die Kutuzov da daraus genommen. Sehr schöner Treffer. Kill Nummer 1 für die Division des Grauens. So, ich bespaß derweil die Attacke hier ein bisschen. Um zu verhindern, dass die Cap B einnehmen, und gehe jetzt auf die Cagero los, die jetzt da auch in Cap B rein will. Na, dann wollen wir doch mal schauen, dass wir das geregelt kriegen. So. Gut. Da kommt sie hinterm Felsen vor. Sehr schön. So, jetzt haben wir den Boost gezündet und machen uns hier... Ne, der ist schon abgelaufen, verdammte Kiste. Aber wir konnten zumindest mal... ja, wir konnten zumindest mal hier die decappen, während sich Andreas den zweiten Kill geholt hat. Und zwar hat er die Atago rausgenommen. Sehr schöne Sache das. Und ich mache mich jetzt auf den Weg in Cap B, um die Cagero da rauszunaschen. Wer hat doch gelacht, wenn uns das nicht gelingt. Ja, wir haben zwei Kills und die gehen beide auf das Konto der Division des Grauens. Naja, weiter vorher. Komm schon, gib Gas. Das ist ein bisschen der Nachteil der amerikanischen Zerstörer. Das sind nicht die schnellsten, und das, obwohl ich hier die Flagge für schnelleres Fahren drauf habe. Und da geht sie auch schon auf, die Cagero. Wunderbare Sache, das 11.000 Platten hat sie noch, und wir öffnen hier sofort das Feuer. Auch Free Agent haut da von der Seite mit rein und zieht ja da nochmal ordentlich was ab. Motor ist IA bei ihm, und jetzt werde ich mir hier den Rest schnappen. Na komm schon, ein Treffer noch, dann hat sich das erledigt, und so passiert's auch. Kill Nummer 3, sehr sehr schön. Cap B ist sauber, da laufen wir auch sofort rein, um uns das für unser Team zu sichern, und wir haben ein bisschen aufgeholt. Der Gegner hat jetzt genauso drei Schiffe verloren wie wir. Da hinten kommt eine Iowa hinterm Felsen vor, die werden wir mal ein bisschen bespaßen hier. Zumindest mal ein paar E-Granaten rüber schicken, um eventuell ja das Ding in Brand zu schießen. Sehr schön, Wirbelsturm ist auch, kommt jetzt langsam auf. Das heißt, die Erfassungsreichweite wird jetzt langsam, aber sicher nach unten gehen. Ja, so oft trifft man hier leider nicht. Oh, da ist ja noch eine zweite Iowa. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nicht, dass die jetzt auf mich schießt und die Cap-Eroberung verhindert. So, Torps raus, ein bisschen versetzt. Und dann erstmal nach hinten in die Nebelwand der Cagero, die sie da gelegt hat. Aber da haben wir das Cap schon erobert. Sehr schön. Haben wir eine Unterstützung für eine Cap-Eroberung. Und ein Cap haben wir schon erobert. Oh je, schon wieder mal eine Insel. Kommen wir da noch rum? Komm schon, gib Gas. Ja, sehr schön. Klappt, funktioniert. Sehr, sehr schön. Na, viel Damage kommt hier momentan nicht zusammen. Irgendwie wollen die alle nicht brennen hier. Und diese kleinkalibrischen Granaten, na, ihr wisst selber, 127 mm, da passiert halt nichts. Ja, selbst wenn man trifft, passiert da nichts. Da zerschießt man mal eine, naja, eine Flakbatterie oder sonst was hier. Ihr habt es gerade wieder gesehen. Zwei Treffer, null Damage. Mein Gott. Naja, was so ist. Auf jeden Fall haben wir Cap B für uns gesichert. Wir haben mittlerweile wieder ein Schiff eingebüßt. Mein Gott, was macht denn da unser Team? Da kommen die New Orleans vor. Vor der muss ich mich ein bisschen in Acht nehmen. Die hat nämlich Radar. So, setzen wir nochmal ab. Und verpieseln uns dann hier hinten raus. So. Ja, was machen wir jetzt? Free Agent wird die Iowa verfolgen. Jetzt haben wir nur noch 8 Kilometer Sichtweite hier. Und ich werde mich in Cap C begeben, um ja, das auch noch für unser Team zu sichern. Da, wie gesagt, wir immer noch leicht hinten liegen hier. Naja, ganz so schlecht sieht es doch gar nicht aus jetzt für uns mittlerweile. Wobei der Gegner mit fast 200 Punkten führt. Aber wir holen jetzt auf, dadurch, dass wir zwei Caps haben und der Gegner bloß eins. Und jetzt werde ich, wie gesagt, probieren, noch das dritte Cap zu sichern. Außerdem fehlt mir ja immer noch die gegnerische Gearing. Das wäre halt schön, wenn wir die raus hätten. Wer hat jetzt einen Kill geholt?
Ah, sehr schön. Unser Flugzeugträger hat den gegnerischen Flugzeugträger rausgeholt. Sehr schön. So gefällt mir das. Großes Lob an den Flugzeugträger. Wir haben ja keinen einzigen Luftangriff mehr erlebt. Da musste hier ständig sich erwehren des unseren Flugzeugträger. Oh je, was geht da auf? Gehering, da haben wir sie gefunden. So, Torps sind Gott sei Dank ready. Seine anscheinend nicht, sonst hätte er sie nämlich schon abgesetzt. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir den hier schön über Kreuz, was er doch noch rausdreht. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und da macht's Rams. Sehr schön, vernichtender Schlag. Und ja, was ist das mittlerweile? Kill 4 für die Division des Grauens. Kill 4 von 5. Wie gesagt, nochmal großen Lob an den Flugzeugträger von uns. Der hat ja den feindlichen Flugzeugträger extrem beschäftigt. Und somit hatten wir Ruhe vor den Flugzeugen. Das ist sehr schön. Ja, unser restliches Team stellt sich hier nicht gerade schlau an. Oh je, da werde ich jetzt Free Agent noch ein bisschen unterstützen. Mein Motor ist allerdings kaputt. Aber wie gesagt, der ist gleich wieder ganz. Und die Iowa konzentriert sich hier auf Free Agent. So, probieren wir mal mit AP in die Aufbauten zu schießen, da er eh schon brennt. Naja. Das war auch nicht so richtig. Naja, jetzt. So. Boosten können wir nicht mehr. Sehr schön. Da hat sich die Rune die Iowa geholt. Wobei ich mir sicher bin, dass die Free Agent wahrscheinlich auch rausgenommen hätte. Gucken wir mal. So. Cap B wird uns wieder weggenommen. Das ist nicht schön. Und zwar von der New Orleans. Und da hing, glaube ich, noch eine Iowa hinten dran. Unser Captain Andy parkt momentan hier hinter der Insel. Ja, da ist die Iowa. Und wird da rausgenommen mit vernichtenden Schlag von der feindlichen Iowa. No, da hat sie aber ordentlich zugeschlagen. Naja. Demzufolge kann ich hier auch nicht mehr so einfach zurück, weil, ja, das ist eine üble Sache. Mit einer Iowa und einer New Orleans möchte ich mich nicht anlegen. Noch dazu, meine Torpedos sind noch im Reload. Da brauche ich noch 30 Sekunden, bis die wieder ready sind. So, da jetzt praktischerweise Cap B erobert ist, wird es Zeit, dass wir uns Cap C holen. Der feindliche Zerstörer ist ja raus. Das sieht sehr gut aus. Free Agent wieder im Schlepptau. Da kommt die Bismarck mit Bolewambo in Sicht. Sehr schön, Nebeln. Aber da überfährt es mich siedend heiß. Das ist Mist, weil die deutschen Schlachtschiffe ab Tier 8 hydroakustische Suche haben. Und da war der Nebel hier das Dümmste, was ich machen konnte. Dadurch ahnt er nämlich, dass hier ein Zerstörer ist, zündet auch seine Hydroakustik und macht mich natürlich sofort auf. Die Sekundäre der Bismarck ist wirklich eine furchterregende Sache, gerade für Zerstörer. Und ich bin hier verdammt nah dran und kassiere hier auch einen Treffer nach dem anderen. Und da geht auch noch eine Hippe auf. Jetzt muss ich hier dringend was machen hier, oder zumindest Free Agent, aber der unterstützt mich jetzt auch schon. Da kommen die ersten Salven auf die Bismarck rein. Ne, das ist von der Rune, oder? Ist ja auch wurscht von wem, Hauptsache weg, das Ding hier, der tut mir richtig weh. Wie gesagt, das Spiel für Zerstörer wird hier nicht einfacher, aber da holt sich Free Agent Kill Nummer 3, indem er dir die Bismarck versenkt. Meine Torpedos hätten sie wahrscheinlich auch rausgenommen, aber wie gesagt, jede Sekunde, die hier die Sekundärbatterien der Bismarck aus dem Gefecht genommen werden, ist überlebenswichtig für jeden Zerstörer, der in ihrer Nähe ist. So, 4-4 steht's, also jedes Team hat noch 4 Schiffe. Ich kann mir jetzt hier gefahrlos Cap C sichern, während Andreas hier die Hipper bespaßt. Schauen wir mal. Na, hängen geblieben. Das sieht aber ganz gut aus. Die Hipper hat jetzt Torps auf Free Agent abgesetzt. Kommt er da raus? Sieht ganz gut aus. Er hat auch schon ganz schön leiden müssen hier. Aber die Kurfürst kann richtig was ab und richtig was wegtanken hier. Jetzt kann ich nicht mehr feuern auf die Hipper. Ja, brauche ich auch nicht, weil Free Agent das Ding rausholt. Kill Nummer 4 für Free Agent, Kill Nummer 6 für die Division des Grauens. Das läuft ja heute wieder wie's Brezelbacken. So, jetzt steht's 2-3. Ein Zerstörer und ein Schlachtschiff, die natürlich beide schon recht angeschlagen sind, wie man sehen kann. Wir haben schon tüchtig was wegstecken müssen, aber wir haben ja zum Glück noch unseren Stahlbeißer, die Essex, dabei, die auch schon 2 Kills gemacht hat.
Also wie gesagt, nochmal großes Lob an den CV hier, der tut wirklich sein Möglichstes. So, gut, wir haben uns Cap B weggenommen, laufen jetzt Richtung Cap A, um uns das abzunehmen. Ich warte noch eine kleine Sekunde ab, um hier nicht zu früh in den Entdeckungsbereich der beiden zu kommen. Nicht, dass sie sich teilen, einer mich jagt und der andere uns A abnimmt. Und wenn die jetzt beide, ja, die laufen beide rüber, dann gebe ich jetzt wieder Stoff hier in Richtung B. Wenn Frosch im Hals, quack, quack. Nee, wenn die uns hier A wegnehmen wollen, dann nehme ich den eben B weg. Andreas dreht auch sofort ein und folgt mir. Allerdings sind wir jetzt ein bisschen weit auseinander. Das wird eine Weile dauern, ehe da eine direkte Hilfe sein wird. Der wird zwischen den zwei Inseln durchlaufen, auch Richtung B. Ja, aber wie gesagt, mittlerweile führen wir hier mit 150 Punkten. Das sieht ganz gut aus. Und der Abstand wird immer größer, da wir, wie gesagt, zwei Caps besitzen und der Gegner bloß eins. Wie gesagt, ein bisschen vorsichtig agieren müssen wir hier. Wir sind beide recht angeschlagen, während die Montana noch komplett voll ist. Was haben die eigentlich gemacht? Die haben beide keinen Kill auf der Ohr hier. Irgendwie komisch. Also die Montana hat, wie gesagt, hier bis jetzt noch nichts gerissen. Hat noch volle Platten. Das heißt, die war auch noch keinem gegnerischen Angriff ausgesetzt. Friedrich der Große hat schon ein bisschen was auf die Backen gekriegt. Allerdings, wie gesagt, hat er auch keinen Kill auf der Ohr. Naja, hat ja nicht immer alles was zu sagen hier. Free Agent hat sich jetzt gerade noch die Unterstützer- und Großkaliber-Medaille gesichert. Sehr, sehr schön. Der hat nämlich hier dem Friedrich noch ordentlich eine reingedrückt auf Max Range. Das sieht gut aus. Jetzt gibt der Gas und kommt zu uns. Der Gegner nimmt uns A weg. Mal gucken, ob wir nochmal resetten können, damit das dann so halbwegs gleichmäßig läuft. Nochmal auf Friedrich den Großen abgesetzt. Und es gelingt mir, wir können nochmal resetten, damit sind wir fast gleich fertig mit dem Durchcappen. Allerdings dreht Friedrich der Große jetzt hier ein, setzen wir mal einfach hier Trops in die Lücke. Ja, und die zweite Salve Trops, na die werde ich wohl Richtung Montana schicken. So. Jetzt habe ich hier ein leichtes Problem. Friedrich der Große ist nämlich schon verdammt nah dran. Ich habe kein Turbo mehr, um wegzukommen. Aber Free Agent kommt immer näher. So, ich konnte... ja, wunderbar. Sie kam A gleichzeitig eingenommen wie wir B. Das heißt, es ändert am Punktestand gar nichts. So, und jetzt sind wir nämlich offen von dem Friedrich dem Großen, der hier wahrscheinlich auch wieder die Hydra-Akustik gezündet hat. Weil ich war noch hinter der Insel, als ich aufgegangen bin. So, jetzt sind wir Nebel, was uns momentan nie wirklich was bringt hier. Verdammte Hydroakustik. Jetzt müssten wir aus der Reichweite raus sein. Und jetzt wäre ich natürlich vom Flieger aufgemacht. So, sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Aus den Turbs ist er rausgekommen. Und da zerreißt mich verdammte Kiste. Allerdings haben wir die Montana jetzt nochmal mit dem Turb erwischt. Und Wassereinbruch. Ja, die hat, glaube ich, vorher gebrannt und hatte ja auch einen Angriff des Flugzeugträgers hinnehmen müssen. Vielleicht tickt das weiter durch. Ja, es tickt weiter durch, der Wassereinbruch. Vielleicht reicht es ja sogar, um die Montana noch zu versenken. Das wäre natürlich sehr schön für Free Agent, der sich dann hier nicht mit zwei Schlachtschiffen auseinandersetzen muss. So, die Friedrich, naja, die ist schon recht angeschlagen, sage ich mal. Mit der sollte problemlos fertig werden. Von der Montana sehe ich momentan nichts. Aber der Wassereinbruch tickt hier ordentlich durch. Das sieht ganz gut aus. Ja, unser kleines, tapferes Schiff sinkt hier, während die beiden großen Jungs sich hier gegenseitig... Haha, es hat geklappt. Und da haben wir die Montana rausgenommen mit dem Wassereinbruch. Wie gesagt, die zwei großen Jungs hauen sich hier gegenseitig die Schädel ein und die Backen voll. Aber das Ding sollte Andreas gewinnen. Auch unser Flugzeugträger ist wieder auf dem Weg hierher, der sich übrigens Vernichter geholt hat. Das ist auch eine sehr schöne Auszeichnung. Das heißt, er hat hier ordentlich Wassereinbrüche und Brände verursacht. Die Torpedos fliegen an, aber Andreas will den Kill. Drückt ab und holt sich den Kill, lässt damit auch noch den Kragen frei. So, das Ding haben wir gewonnen. Das ist nur ein Kratzer und vernichtender Schlag habe ich bekommen. Wie gesagt, mit den drei Torpedotreffern, drei Wassereinbrüche, drei Schiffe habe ich versenkt. Ein Flugzeug immerhin abgeschossen, drei Torpedotreffer, 82 Granatentreffer, naja,
4 Cap Verteidigung, 3 Caps erobert, eine unterstützt und 64.000 Schaden. Ist nicht toll, aber ich habe meine Arbeit gemacht, lande somit auf Platz 1, während Free Agent Platz 2 hat mit Dreadnought, Karge freigelassen, Großkaliber und Unterstützer. Das ist natürlich recht fett. Ja, die Essex hat es auf Platz 4 geschafft. Wie gesagt, nochmal großes Lob an den Flugzeugträger, der hat hier echt fantastisch gearbeitet. So, jede Menge Schiffe haben wir hier zumindest beschädigt. Wie gesagt, ich habe hier gespottet, wobei Spotting-Schaden halt nicht besonders viel rumgekommen ist. Aber wie gesagt, ab dem nächsten Patch wird teamdienliches Fahren ja wesentlich besser belohnt. So, was ist hängen geblieben? Immerhin 289.000 Credits und 6.681 EP. Ja, das war's wieder. Die Division des Grauens hat zugeschlagen und einen Sieg herausgefahren. Schönes Ding das, ich hoffe wir sehen uns bald wieder hier auf HODA TV und denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.